Geehrter Zuschauer, bitte beachten Sie folgenden Hinweis zur nachfolgenden Sendung. Wir fordern Sie auf, kritisch und aufmerksam mit dem hier gezeigten Vortrag und dem Thema umzugehen. Für weitere Informationen und Fragen dazu blenden wir am Ende dieses Beitrages eine Kontaktadresse ein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Gegen Verdunkelung hilft nur Aufklärung. Ich möchte deutlich sagen, Verschwörungstheorien werden so lange blühen, wie entscheidende Fragen nicht geklärt sind und Behörden, Politiker, verantwortliche Regierende, kritisch fragenden Journalisten und Bürgern mit einer Abwehrhaltung begegnen. Nun haben wir einen Menschen eingeladen, der sich in ein großes Spannungsfeld begeben hat, durch das, was er geschrieben hat. Es ist, schaut man auf die Verkaufszahlen, ein Bestseller, dieses Buch, der CIA und der 11. September. Geschrieben hat es Andreas von Bülow, den ich herzlich begrüßen darf. Schön, dass Sie hier sind bei uns. Über die Einladung an Sie ist hart gerungen worden, mit Pro und Contra. Und diejenigen, die Sie eingeladen haben, haben manche Kritik gesagt bekommen. Wir wissen, wie Ihre Position und Anfragen in den Medien eingeordnet wurden und Sie haben es am eigenen Leib gespürt, was das ausmacht. Wir haben uns schließlich entschlossen, Sie einzuladen. Und der Grund? Sie exponieren sich mit Anfragen, die provozieren. Sie sind eigentlich ein unbekannter und bisher anerkannter Autor. Die Ware nach der Wende im Untersuchungsausschuss des Bundestages, der sich mit der Rolle der Geheimdienste beschäftigt hat. Sie waren Staatssekretär und Bundesforschungsminister, von daher ein ernstzunehmender Gesprächspartner, mit dessen Thesen man sich auseinandersetzen sollte. Und jetzt bin ich auf Ihren Vortrag gespannt, lieber Herr von Bülow. So haben wir betitelt, ich möchte nochmal erinnern, gesunder Zweifel, begründete Spekulation, Verschwörungstheorie, der CIA, die CIA und der 11. September 2001. Sie haben das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, ich bin natürlich gerne zu Ihnen gekommen, zumal ich mich freue, dass so viele auch heute Abend zu einer Diskussion zur Verfügung stehen. Ich meinerseits will nicht irgendwo in irgendeine Richtung missionieren, will nicht jemand zu irgendwas drängen, will eigentlich nur, dass wir insgesamt gemeinsam stärker reflektieren über das, was seit dem 11.09. auf uns zugekommen ist und noch nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit, sondern mit Sicherheit auf uns zukommen wird und wozu wir Stellung nehmen müssen. Der 11.09. ist von überragender Bedeutung, weil er innerhalb von wenigen Stunden zur Folge hatte, dass die amerikanische Regierung erklärte, dass dies einen Weltkrieg auslösen werde. Ein ehemaliger CIA-Direktor hat sich geäußert, dass es der vierte Weltkrieg sei. Den ersten hat man gegen Kaiserdeutschland gewonnen, den zweiten gegen Hitlerdeutschland, den dritten, das war der Kalte Krieg, hat man gewonnen gegen die Sowjetunion oder das sowjetische System. Und nun ist es der vierte Weltkrieg, der jahrelang dauern wird, gegen den internationalen Terrorismus. Und es hat wenige Stunden gedauert, seit den Morgenstunden des 11.09., dass sehr schnell klar war, wer verantwortlich war. Um 16 Uhr kam mit die Meldung von CNN, dass Al-Qaida dahinter stünde. Und um 18 Uhr war klar, dass Bin Laden der große Verantwortliche dahinter sei. Inzwischen haben wir zwei Kriege bereits zu beobachten. Den einen gegen Afghanistan, von dem wir jetzt wissen, dass er bereits vorher nicht nur geplant war, sondern dem indischen Ministerpräsidenten und dem pakistanischen Ministerpräsidenten im Juni bereits angekündigt worden war, dass er im Oktober stattfinden werde. Dieser Krieg kann also letztlich von der Vorbereitung her nicht unbedingt etwas mit Terror zu tun haben, obwohl Bin Laden in
in Afghanistan sich aufhielt. Er hielt sich übrigens nicht zufällig dort auf, sondern er war vorher im Sudan und war dort vom Sudan den Amerikanern angeboten worden, 1998 zur Auslieferung. Und weil der Sudan runter wollte von der jährlich veröffentlichten Liste der terrorbegünstigten Staaten. Und in diesem Land tobt ja ein Bürgerkrieg zwischen Süd und Nord. Der Süd hat Öl und deswegen gibt es da Selbstständigkeitsbewegungen. Und wie gesagt, Bin Laden war dort anwesend. Und die Amerikaner in den Verhandlungen erklärten, sie wollten ihn nicht, denn sie hätten keine gerichtsfesten Beweise gegen ihn. Das ging damals um Anschläge gegen die Botschaften in Ostafrika. Und daraufhin hat man dann überlegt, wo tun wir denn hin? Und dann kam die Überlegung, ihn in sein Heimatland Saudi-Arabien abzuschieben. Dann haben die Saudi-Arabier schnell ihm die Staatsbürgerschaft entzogen, sodass er kein Recht mehr... Werde ich verstanden? Werde ich verstanden hinten? Okay. Die Nachbesserung hat mich unsicher gemacht. Daraufhin, wie gesagt, Saudi-Arabien hat es abgelehnt. Daraufhin ist man gemeinsam auf die Idee gekommen, ihn nach Afghanistan zu senden. Und dort hat er sich dann auch tatsächlich niedergelassen. Dieser Weltkrieg, der nun stattfindet über mehrere Jahre, wird von Vizepräsidenten Cheney und dem Verteidigungsminister Rumsfeld erklärt als ein Krieg, der viele Jahre andauern wird und der bis zu 60 Staaten, die dem Terror Vorschub leisten, insbesondere in der muslimischen Welt, zum Gegenstand haben könnte. Die muslimische Welt ist also der neue Feind, ob das nun mal mit Massenvernichtungswaffen, die dann nicht gefunden werden, begründet wird, oder aber mit anderen Dingen. Jetzt kommt als neuestes Ticket auf, dass man die Demokratie in diesen ehemaligen englischen Kolonialstaaten verbreiten müsste. Wir sehen, dass der fast im Tango-Schritt vorangehende Prozess der ethnischen Vertreibung der Palästinenser droht, den ganzen Nahen Osten in Flammen aufgehen zu lassen, wenigstens was die Meinung der Massen angeht. Ich sage das extra deshalb, weil wir als Deutsche natürlich für die Existenz des Staates Israel große Verantwortung tragen und deswegen vorsichtig damit umgehen müssen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass der Holocaust, für den wir ja letztlich irgendwo immer wieder einstehen müssen, dass dieser Holocaust der Hintergrund gewesen ist, auf dem der Staat Israel überhaupt erst entstanden ist. Und deswegen tragen wir Verantwortung für die Existenz Israels. Aber wir müssen gleichzeitig auch sehen, dass mit dem Staat Israel natürlich wiederum Unrecht getan worden ist an der uransässigen Bevölkerung. Das ist nur zwangsläufig der Fall gewesen. Die Frage ist, ob wir im Zuge dieser Holocaust-Verantwortlichkeit und der Verantwortlichkeit für den Staat Israel nun auch eine Politik mit unterstützen müssen, die zur ethnischen Vertreibung und zur Durchführung des großen Israels bis zum Jordan stattfindet. Und ich finde, unsere Verantwortlichkeit gilt nicht nur gegenüber den Juden oder den Israelis, sondern sie gilt natürlich auch gegen den Palästinensern. Und deswegen flehe ich letztlich darum, dass es uns gelingen möge, in dieser Region einen friedlichen Ausgleich herbeizuführen. Aber die einzige Macht, die es wirklich zustande bringen kann, ist Amerika. Und seit dem 11.09. ist Amerika, ich will nicht sagen wie gefesselt, aber auf jeden Fall, sie sind fast in Absprache miteinander. Israel kann machen, was es will. Es wird von Amerika nicht zur Ordnung gerufen. Und damit entflammt diese ganze Region von Stunde zu Stunde, Tag zu Tag, Monat zu Monat mehr. Die Amerikaner haben sehr schnell gesagt, die amerikanische Administration, das ist das Pearl Harbor dieses Jahrhunderts. Ich werde daraufhin noch später eingehen. Time Magazine hat geschrieben, eine Woche nach dem Attentat oder die entsprechende Ausgabe, was jetzt nötig ist, ist ein einheitlicher, vereinigender, Pearl Harbor-artiger, glühender amerikanischer Zorn, eine rücksichtslose Empörung, die sich nicht in ein, zwei Wochen schon wieder verflüchtigt hat. Und wir stehen letztlich vor der Frage, ist es tatsächlich der kriminelle Terrorakt von 19 Selbstmordmuslimen unter der Anleitung von Osama Bin Laden in einer Höhle von Afghanistan? Oder ist es nicht doch
die verdeckte Operation von irgendeiner Geheimdienststruktur. Wir kommen damit natürlich in eine gewisse Doppelbödigkeit der Betrachtung rein. Und wenn Sie diese Betrachtung auch nur in Erwägung ziehen, steht die deutsche Presse mit Schlagstöcken am Wegrand. Denn das ist Verschwörungstheorie, was jetzt überlegt wird. Ob Sie den Spiegel nehmen, die Zeit, die überregionale Presse, Panorama, was auch immer. Man darf offensichtlich diesen Raum nicht betreten. Ich möchte gerne etwas zu Geheimdiensten sagen. Geheimdienste sind nicht gleich Nachrichtendienst. Central Intelligence Agency sieht ja nach Intelligenz aus, hat auch teilweise mit Intelligenz zu tun, ist aber nicht ein Nachrichtendienst, sondern ist ein Dienst, der 1948 gegründet worden ist, mit dem Zweck, Manipulationen in anderen Staaten durchzuführen. Und zwar, weil man als Großmacht zwangsläufig davon ausgehen musste, dass man nicht alles mit Krieg erledigen kann, sondern dass man auch auf andere Methoden, auf andere Staaten müsse Einfluss nehmen können. Und Alan Dulles, der erste Chef und Gründer der CIA, sagte damals, wir wissen, dass wir den KGB gegen uns haben und wir wollen besser sein als das KGB. Und wer sich aus amerikanischer Philosophie oder deutscher Philosophie mal vorstellt, was man einem solchen Geheimdienst zutrauen kann oder können soll, dann kann man sich vorstellen, welches Programm dahinter stehen kann, einen solchen Dienst zu betreiben. Also wir haben Geheimdienste nicht nur als Nachrichtendienste, sondern auch als Manipulationsdienste. Es ist völlig klar, dass Supermächte sowas immer sich gehalten haben. Man muss gar nicht nach Amerika schauen, man kann sich das historische Beispiel von Großbritannien nehmen, man kann Rom nehmen, man kann Persien nehmen, man kann das Mongolenreich nehmen, was auch immer. Sie werden immer die Situation haben, dass sich der jeweilige Herrscher überlegen muss, ob er nur mit eigenen Mitteln sozusagen seine ihm gewogene Welt um sich herum schafft oder ob er nicht nach anderen Methoden vorgehen muss. Ob er nicht nach dem Prinzip vorgehen muss, es bietet sich natürlich sofort an, dass der Feind meines Feindes mein Freund ist, dass man also auf Gegner des jeweiligen Gegners setzen muss, mit denen sich verbünden muss. Die Operationen finden in der Regel unterhalb der Schwelle des Kriegsvölkerrechts statt. Wir sehen das in der Regel am Fernsehen, kriegen sozusagen die Opfer vor die Kameras gestellt, die alten Frauen, die heulen mit den kleinen Kindern, die entwurzelten Menschen, die verzweifelten Waisen, die blutende Zivilbevölkerung bis hin in die Asylantenproblematik in unserem eigenen Land hin. Wir kriegen aber in der Regel vom Fernsehen nie die wirklichen Hintergründe geliefert, wer eigentlich was macht, wer ein Interesse daran hat, wem es nutzt. Es werden in diesem Spiel werden in größeren Staaten Minderheiten aufgehetzt gegen Mehrheiten. Völker, die seit Jahrtausenden teilweise ganz friedlich miteinander leben, weil es immer die Vernünftigen miteinander geschafft haben, die Spannungsbögen zwischen den einzelnen Teilen, zwischen Mehrheit und Minderheit auszugleichen, die werden gegeneinander aufgehetzt. Es wird der prämiert, der keinen Kompromiss eingeht. Es wird teilweise wird die organisierte Kriminalität eingesetzt, um die Leute wegzuschießen, die bisher immer sozusagen den Brückenschlag zwischen Mehrheit und Minderheit zustande gebracht haben. Am Ende kommt dann so eine Art IRA-Situation zustande, wie in Nordirland, dass ganze Bevölkerungsteile für Generationen so gegeneinander verhetzt sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, miteinander friedlich zu leben. Wir sollten da nicht übermäßig erhaben sein darüber. Wir haben ja zwischen Evangelien und Katholen auch in den letzten Jahrhunderten Spannungen gehabt, die im Interesse von bestimmten Leuten waren und nicht unmittelbar von der Bevölkerung selbst geschaffen worden sind. Es sind Stellvertreterkriege, es werden Aufstandsbewegungen organisiert, Bürgerkriege. Ziel ist, Spannung zu erzeugen, Zwietracht, Schwäche, Beseitigung der Friedfertigen, sagte ich schon. Und es ist natürlich auch, spielt eine Rolle, Akte der psychologischen Kriegführung. Die Massen, als man darüber diskutierte, ob man es wagen kann, den Schritt in die Demokratie zu gehen,
1789 und folgende und davor auch. Da war einer der Argumente der Anhänger der Demokratie, Demokraten werden gegeneinander keine Kriege führen. Man kann in einer Demokratie Kriege nicht durchsetzen, denn einen Krieg zur Abstimmung zu stellen, heißt, dass die Mehrheit ihn mit großer Mehrheit ablehnen wird. Inzwischen wissen diejenigen, die an Kriegen interessiert sind, dass man öffentliche Meinungen manipulieren kann, dass man durch psychologische Akte die Menschen, und wir haben das ja am eigenen Leib unserer Eltern und Großeltern verspürt, dass man die Massen so in Erregung setzen kann, so in Stress setzen kann, dass sie nicht mehr bereit sind oder dass sie bereit sind, zur Waffe zu greifen und einen Krieg zu unterstützen. Die öffentliche Meinung wird dann von der jeweiligen Medienlandschaft noch zusätzlich hineingezogen. Und natürlich kostet das auch Opfer. Die Amerikaner haben im Übrigen keinen, ich will das nur im Vorgriff sagen, keinen einzigen Krieg, auch im letzten Jahrhundert, vorletzten Jahrhundert geführt, bei dem nicht irgendeine Manipulation so organisiert worden ist, dass sie die innere Rechtfertigung von der Bevölkerung hatten, diesen Krieg durchzuführen. Ob das in der Karibik gewesen ist, ob das gegen Kuba oder wo auch immer gewesen ist. Pearl Harbor ist ein weiteres Beispiel, auf dem ich nochmal nachher eingehen will. Wenn es sich handeln könnte um eine verdeckte Tat, eine getürkte Tat beim 11.09., eine Tat, die das eigentliche Tatgeschehen abdecken soll, oder die Geheimdienste, ein Geheimdienst wie der CIA, arbeitet mit verdeckten Operationen. Covert Operation heißt das, es gibt eine ganze Abteilung in dem CIA, die ganze Nachrichtensammlung des CIA beschränkt sich zum erheblichen Teil darauf, mit welchen Mitteln, mit welchen Kräften, mit welchem Land man bestimmte Operationen durchsetzen kann, um dort Einfluss zu nehmen auf den Lauf der Entwicklung. Es gibt also diese Figur der verdeckenden Tat, kann auch sagen getürkte Tat, wobei mir neulich gehört habe, dass Cem Özdemir von den Grünen sich darüber beschwert hat, dieser Ausdruck getürkt sei eine fremdenfeindliche Äußerung. Ich habe ihm gerade einen Brief geschrieben und noch keine Antwort gehört. Ich habe als Staatssekretär im Verteidigungsministerium gelernt, dass man die Qualität einer Armee an der Qualität der getürkten Tat erkennen könnte. Das kommt natürlich aus der großen Auseinandersetzung im 17. und 18. Jahrhundert gegen die Türken, gegen das Osmanische Reich. Damals war das Osmanische Reich die Supermacht der europäischen und randasiatischen Welt. Und von daher die Bewunderung der Soldaten vor den Türken, die eben, wie gesagt, eine getürkte Operation zur Täuschung der gegnerischen Landschaft durchführen. Solche, man kann sie auch Legenden nehmen, sind dann natürlich kriminell. Sie werden minutiös vorbereitet. Die Tat soll anderen in die Schuhe geschoben werden. Sie wird perfekt im Ablauf geplant. Die Beweise werden geliefert für ganz augenfällige Schuld und Verantwortung. Die Leute, die im Hintergrund die Verantwortung tragen, die Puppenspieler, die sollen gleichzeitig in der Lage sein, sich jederzeit herausreden zu können. Plausible Deniability ist das oberste Prinzip der verdeckten Operation. Also die Ablehnbarkeit durch den Präsidenten als Oberverantwortlichen, durch den CIA-Direktor als den für die Operation Zuständigen. Alan Dulles hat damals gesagt, wenn es darauf ankommt, bin ich bereit, gegenüber jedem Kongressausschuss zur Lüge zu greifen, um mein Land vor Aufdeckungen zu schützen. Also man muss dann davon ausgehen, dass man offizielle Dementis bekommt, die aber nichts sagen. Die Zweifler, die nun anfangen daran zu sagen, das kann doch eigentlich nicht stimmen, die werden dann als Verschwörungstheoretiker abgetan. Trotzdem kann man als Laie durchaus erahnen, mit was man es zu tun hat. Die Legende, diese abdeckende Tat, die eine eigentliche Tat verdecken soll, die wird vor der Tat, vor der Aufdeckung geschützt. Durch massive Interventionen, wenn es notwendig ist. Nach der Tat muss diese Legende, diese getürkte Tat sozusagen geradezu erblühen im Anblick derer, die Verfolgung aufzunehmen haben oder die öffentliche Meinung beeinflussen oder die öffentliche Meinung selbst. Die Spuren
werden geradezu überwältigend. Eine Alternative, jeder macht sich lächerlich, der überhaupt daran denkt, dass was anderes dahinter stecken könnte. Das Problem fängt allerdings an beim Cui Bono, wem nutzt es? Da stimmt meistens das nicht überein, was öffentlich dargestellt wird, mit dem, was man mit dem gesunden Menschenverstand erörtern kann und erörtern muss. Die Rechnung stimmt in der Regel nicht. Und so war das beim 11.9. ja auch. Ich will Sie noch nicht voll da auf diese Richtung bringen, aber beim 11.9. habe ich mich als erstes gefragt, wem nutzt eigentlich diese Tat? Nutzt sie diesen muslimischen Selbstmordattentätern und der muslimischen Sache insgesamt? Oder ist sie nicht dazu geeignet, über Jahrzehnte geradezu das Bild der Muslime, der muslimischen Welt zu verschatten und in Schwierigkeiten zu bringen? Die Kriminalisten gehen dann vor, gehen genau an der Spur entlang, die ausgesät worden ist. Es gibt dann ausgesuchte Journalisten in der ganzen Welt, denen wird Material zugesteckt, regelmäßig sozusagen die letzten Erkenntnisse der aufklärenden Behörden. Die bestimmen dann die öffentliche Landschaft und unterdrücken dadurch letztlich die ganz offene Diskussion. Es setzt dann eine Art Gehirnwäschenwalze ein. Das ist die Legende, die getürkte Tat. Die verdeckte, die sie verdecken, der eigentliche Tat, äußert sich auch in Merkwürdigkeiten. Und zwar Merkwürdigkeiten auch des Staatsverhaltens. Die Aufklärung der verdeckten Tat, der eigentlichen Tat, wird nach Möglichkeit in die Irre geführt. Sie finden am Wegesrand immer, dass Beweise vernichtet werden, dass Zeugen verschwinden, dass Akten nicht mehr vorhanden sind, dass Geheimhaltung über ganze Tatkomplexe ausgebreitet wird, weil man aus Rücksicht auf das Staatsinteresse nicht offenlegen könne, seine Methoden nicht darlegen könne. Und die Aufklärung durch unabhängige Leute wird verzögert und langfristig sabotiert. Übrigens genau der Vorwurf, den der Sprecher der Angehörigen der Opfer im World Trade Center der amerikanischen Regierung bis zum heutigen Tag erhebt. Sabotage einer offenen, unabhängigen Aufklärung. Nun haben wir die Tat vom 11.9., 19 Muslime. Inzwischen wissen wir, dass sie seit 1999 unter Überwachung der CIA standen. Mindestens 15 von denen waren unter Überwachung der CIA. Mohammed Atta war in Hamburg überwacht durch die CIA, hat trotzdem vom amerikanischen Konsulat in Berlin ein Einreisevisum bekommen. Ein anderer Teil der Leute war vom FBI überwacht, teilweise unmittelbar in der Nähe eines Führungsoffiziers. Der Verfassungsschutz wusste über erhebliche Teile der in Deutschland angeblich lebenden späteren Terroristen Bescheid. Der Mossad wusste ebenfalls außerordentlich viel über diese 19 plus Attentäter. Auf Atta ist man gestoßen als den maßgeblichen Mann, der von Hamburg aus die Tat geplant hat, durch den Pass, der acht Block weit vom World Trade Center aufgefunden worden ist. Sein Leihwagen wurde in Boston aufgefunden. Ein anderer, obwohl er in Boston nicht in die Maschine gestiegen ist. Er ist in Portland in Maine in einen Zubringerflug, der knapp nur passte auf den Hauptflug, den er dann angeblich entführt hat. Dort hatte er zwei Koffer in den Selbstmord mitnehmen wollen, bloß er hatte sie so spät aufgegeben oder per Zufall blieben sie auf dem Band stehen, sodass das FBI noch am selben Tag den Inhalt kontrollieren konnte und siehe da, es befand sich ein Testament drin, was nach Aussage von Sachverständigen aus dem muslimischen Raum verhältnismäßig untypisch abgefasst wird. Dort wird genau beschrieben, wie man beerdigt werden wolle und wie die Genitalien zu behandeln seien, dass Frauen nichts zu suchen hätten auf der Beerdigung und so weiter. Also alles, worum man sich normalerweise kümmert, wenn man in einen Selbstmord fliegt. Es war, ich glaube, eine Lufthansa-Uniform auch noch drin. Warum er das nicht drin hatte, weiß ich nicht. Es war vor allen Dingen aber ein Rundschreiben an seine Kollegen, dass man durchhalten müsste in der Nacht, dass man sehen müsste, dass alles ordentlich vorbereitet sei. Und so, ich will es auf die Details kommen, kommt es nicht an. Natürlich
Das sind alles Kleinigkeiten, auf die man unendlich eingehen könnte und wo man jedes, wie so ein Kriminalist natürlich umdrehen würde und genau betrachten würde und sagt, das gehört ins Bild, das gehört nicht ins Bild. Ich muss mich hier beschränken auf so ganz grobe Striche. Mohammed Atta ist angeblich dann auch noch identifiziert worden über eine Videoaufnahme, wer die im Spiegel gesehen hat und das FBI-Foto dagegen hält, der sieht, dass man aufgrund dieser beiden Fotos auf jeden Fall nicht identifizieren kann. Im Übrigen muss man darauf hinweisen, es ist nur eine Videoaufnahme gefunden worden. Dabei sind diese Leute natürlich in allen Flughäfen mehrfach von Videoaufnahmen erfasst worden. Alle anderen 18 haben noch nicht mal den Anspruch erhoben, ist noch nicht mal der Anspruch erhoben worden, dass man über Videoaufnahmen verfügt. Atta ist zweimal mit abgelaufenem Visum in die USA eingereist. Die Visaerteilung ist extrem merkwürdig gewesen. Darüber hat zufällig noch vorher ein Angehöriger des State Department einen bösen Artikel geschrieben, nachdem er sich vorher beschwert hatte und dann vom State Department entlassen worden war. Der war nämlich Angehöriger des Konsulats in Jeddah. Und im Konsulat von Jeddah sind über die Jahre hinweg ganz offensichtlich sogenannte Afghanis, die in Afghanistan zum Einsatz kamen, mühelos nach Amerika transportiert worden zur Ausbildung oder was auch immer. Er schreibt, die Anträge waren so unglaublich schlampig ausgeführt, dass nach den Regeln der amerikanischen Verwaltung Pässe und Visa überhaupt nicht hätten erteilt werden können. Da stand zum Beispiel drin, was wollen Sie in den USA? Und dann sagt er, ich will als Tourist die USA bereisen. Da steht dann, wie lange wollen Sie reisen? Dann hat er reingeschrieben, 6 Monate. Dann schreibt das Formular vor, wovon wollen Sie leben? Und dann schreibt er Theater. Und dann fragt, wo wollen Sie sich niederlassen? Dann schreibt er Kalifornien. Und also eine geradezu abenteuerliche Ausfüllung dieses. Wo habe ich denn die linke Tasche. Die linke Tasche? Ob's hier unten. eine kontinuierliche Verletzung der Regeln der amerikanischen Einwanderungsbehörde. Und er sagt, ich habe mich jedes Mal dagegen gewehrt, dann bin ich jedes Mal von meinen Oberen eines Besseren belehrt worden, es sind mühelos diese ganzen Visa ausgeteilt worden und er führt es darauf zurück, dass 17 von 19 Angehörigen des Konsulats bei Geheimdiensten beschäftigt waren. Also das war eine Schleusungsstelle für Personal, was man auf jeden Fall nicht offen zu legenden Zwecken nutzen wollte. Bis heute ist die Passagierliste ohne die Passagierlisten der 4 Maschinen ohne einen einzigen muslimischen Namen. Es sind auch diese 19 sind nicht enthalten auf den Passagierlisten, die Airlines veröffentlicht haben. Das heißt, die müssen ja 4-mal ein Check-in-Verfahren durchlaufen haben, müssen sich identifiziert haben, nach amerikanischen Situationen in der Regel durch den Führerschein, aber auch durch den Pass. Die müssen also kontrolliert worden sein, ihre Karte bezahlt haben und müssen dann in die Flugzeuge eingestiegen sein. Es gibt, wie gesagt, Sie können heute noch im Internet nachschauen, es gibt keinen einzigen muslimischen Namen drauf, schon gar nicht einen dieser 19. Ich führe das darauf zurück, dass möglicherweise die Airlines nicht in Haft genommen werden wollen für diese Entführungen oder auch diese Tragödie. Denn das würde ja bedeuten, dass eine Milliardenklage gegen die Airlines erhoben wird, gegen die Luftgesellschaften erhoben würde und sie damit automatisch, wenn sie nicht jetzt schon pleite sind, dann zusätzlich noch in die Pleite hineingeschoben würden. Es gibt dann die merkwürdige Beobachtung von vor allen Dingen englischen Journalisten, dass 7 dieser 19 Hijacker überlebt haben. Die haben sich gemeldet in amerikanischen Konsulaten. Der Spiegel hat da einen davon rausgenommen, hat den Namen verändert und hat deshalb dann irgendwo festgestellt, dass der doch unter den Toten sein müsste. Auf jeden Fall ist ein erheblicher Teil dieser 7 lässt sich erklären durch das Stehlen von Identitäten. Das heißt, die Papiere sind den Leuten geklaut worden. Zum Beispiel einer dieser 7
war ein Elektroingenieur von Denver. Dem ist dann in den 90er Jahren irgendwann die Papiere abhanden gekommen. Er ist zur Kriminalpolizei gegangen, hat Meldungen gemacht, die hat das alles aufgenommen, er hat neue Papiere bekommen und genau diese Papiere sind genutzt worden und sind der Identität einer dieser 19 unterschoben worden. Wir haben ja bis heute keine offizielle Darstellung des Geschehensablaufs durch die amerikanische Regierung. Es gibt kein Weißbuch, es wird zwar Krieg geführt gegen potenziell 60 Staaten und unendliches Leid in der Welt verbreitet im Interesse einer Neuordnung von ganzen Regionen, aber es gibt kein Weißbuch über den 11.09. Wenn Sie heute irgendwann feststellen wollen, wann ein Flugzeug genau entführt worden ist, wann bestimmte Tatbestände eingetreten sind, Sie müssen teilweise 5 verschiedene amerikanische Zeitungen nehmen, den New York Times, Washington Post, irgendeine lokale Zeitung, um herauszufinden, wann was tatsächlich abgelaufen ist. Die Leute haben in einer Stunde 4 Großraumjets an sich gebracht, haben das angeblich mit Teppichschneidemessern geschafft. Die Piloten waren teilweise bei der Air Force ausgebildet, waren also im Kampf einigermaßen erfahren. Es gab keinen Widerstand der Mannschaften und der Piloten. In allen 4 Maschinen wurde das, was vereinbart ist in diesen Fällen, nämlich dass man einen vierstelligen Code eingibt, nicht nur beim Piloten vorne im Cockpit, sondern auch im hinteren Bereich, dass man einen vierstelligen Code eingibt, der Bodenstation, der Luftraumüberwachung sofort nahelegt und nicht nahelegt, sondern den Hinweis gibt, dass eine Entführung stattgefunden hat. Alle 4 Maschinen haben den Transponder, also die automatische Kennung des Flugzeugs, die dauernd abgestrahlt wird, abgeschaltet. Die konnten nicht mehr miteinander kommunizieren. Alle 4 Maschinen brachen fast zur selben Zeit den Sprechverkehr ab mit der Federal Aviation Agency und sie flogen alle mehr als 30 Minuten durchs Land, so als hätten sie unendlich Zeit, nochmal einen kleinen Ausflug zu machen und hätten gar keine Sorgen, dass irgendein Militärjet aufsteigen könnte und sie rechtzeitig abfangen könnte. In allen 4 Fällen wurde das vereinbarte Verfahren zwischen der militärischen Seite und der zivilen Seite nicht eingehalten. Normalerweise muss in dem Moment, wo ein Flugzeug nicht mehr reagiert, nicht mehr oder der Sprechverkehr mit dem Piloten nicht mehr stattfindet und der Transponder nicht mehr seine Abstrahlung macht, muss automatisch die militärische Seite sozusagen postwendend eingeschaltet werden. Das ist in diesem Jahr 2001 auch vor dem 11.09. 67 Mal gemacht worden, hat auch funktioniert. Nur hier ist es 4 Mal hintereinander in einer Stunde überhaupt nicht gemacht worden. Die Jets, die dann nach 20 Minuten oder 25 Minuten aufstiegen, stiegen teilweise von Flughäfen auf, die weiter entfernt waren als die nächstgelegenen. Sie flogen auch nicht in ihrer Höchstgeschwindigkeit, nämlich Überschallgeschwindigkeit, an die Ziele heran, die ja von dem Radar erfasst gewesen sind, sondern sie bummelten teilweise mit 25% ihrer Höchstgeschwindigkeit. Es ließ in 3 der Fälle wurden die Blackboxes, die ja für die Blackboxes, also die automatischen Aufzeichnungen der ganzen Vorgänge, der Lenkung eines Flugzeuges aufnehmen, wurden nicht gefunden. Es wurden die Voice Recorders, die Stimmaufzeichnungsgeräte nicht gefunden. Oder wenn sie gefunden waren, waren sie unbrauchbar oder sie wurden für geheim erklärt. Dies alles sind extreme Merkwürdigkeiten, die bis heute nicht erklärt worden sind. Wie gesagt, die Opfer, die Angehörigen der Opfer beschweren sich mit bitteren Vorstellungen über die Behandlung durch die amerikanische Regierung. Man kann es übrigens im Internet nachlesen, die gewählte Vertreterin der Angehörigen, eine Juristin, Kristen Breitweiser, hat Gelegenheit bekommen, vor einem Ausschuss des amerikanischen Kongresses die Klage sozusagen einzureichen. Und wer meinen Problemen, die ich hier vorgetragen habe, nicht glauben kann, dort allerdings in englischer Sprache sich das abholen. Die amerikanische Regierung hat am 11.09. erklärt, sie hätte rein gar nichts gewusst, dass da was auf sie zukäme.
außer Munkeleien von irgendwelchen Geheimdiensten, die irgendwas gesagt hätten oder aus dem eigenen Apparat. Inzwischen haben wir einen 900-seitigen Bericht der beiden Geheimdienstausschüsse, die gemeinsam getagt haben, von House und von Senate. Daraus geht hervor, erstmal muss man dazu sagen, dieser 900-seitigen Bericht, ich habe ihn minutiös gelesen, obwohl es eine Qual ist, weil kein einziger roter Faden zu erkennen ist, sind immer nur Einzelelemente, die wann hat wer was von irgendeinem dieser 19 Täter gewusst und nicht weitergegeben und warum nicht weitergegeben und die alle vier, fünf Zeilen ist irgendwas, ist dann nicht nur ausgestrichen, sondern kommt dann ein Absatz, der ist weiß gehalten. Das, was der amerikanische Präsident vorausgewusst hat, ist Staatsgeheimnis, darf nicht veröffentlicht werden, ganz offensichtlich. Aus dem Bericht insgesamt geht allerdings hervor, dass die Administration als Gesamtes alles gewusst hat, was auf sie zukommt. Dass aber das so in Schubladen aufgeteilt war, dass daraus kein Gesamtbild hat entstehen können. Also die CIA hat 15 dieser Muslime mehr oder weniger an der Hand gehabt, hat es aber der FBI nicht gesagt, was ja kein Wunder ist, weil CIA die Aufgabe hat, Covered Operations durchzuführen und die FBI kriminalistische Ermittlungen anzuführen hat. Also darf ja im Grunde genommen jemand, der Covered Operations betreiben will mit Muslimen, in der Regel die nicht preisgeben zur kriminellen Verfolgung, kriminalistischen Verfolgung. Also die reden nicht miteinander, außer dass sie unterschiedliche Funktionen haben, auch damit zusammenhängen, dass die 26 amerikanischen Geheimdienste natürlich um die Quellen in der Welt nur so buhlen. Das heißt, jeder bewahrt seine Quelle für sich, gibt nach Gottes Willen nichts draußen. Das machen übrigens die NATO-Geheimdienste untereinander ganz genauso. Also wenn ich was weiß als Geheimdienst, gebe ich einem anderen befreundeten Geheimdienst nur dann was, wenn der mir auch was dafür zu geben hat. Wenn der nichts hat, kriegt er auch von mir nichts. Und nach dieser Methode werden die wahrscheinlich auch untereinander wie souveräne Staaten miteinander verkehrt haben und das im Grunde genommen ist das die 900 Seiten ist im Grunde genommen eine Beschreibung von einer unglaublichen Dorftrottelei von Geheimdiensten. Es ist abenteuerlich, wenn Sie das im Einzelnen sich anschauen. Das FBI hat vor dem 11.9. eine ganze Menge gewusst. Das Merkwürdige ist, dass die Regionalbüros in Minnesota und in Phoenix hinter diesen Muslimen her waren, die ja an Flugschulen Unterricht nehmen wollten, im Fliegen von Cessnas, mit denen sie dann nachher dann diese Jumbo-Jets fliegen können wollten. Sie hatten also den Faden durchaus aufgenommen, sind aber von der Zentrale, und zwar von dem zweithöchsten Mann nach dem Direktor, abgeblockt worden, vor dem 11.9. Das heißt, alle Spuren, die dazu hätten führen können, dass man aus diesen drei oder vier, die das FBI schon vor der Flinte hatte, man hätte herausfinden können, dass etwa ein Terrorakt voraus zu erwarten ist, diese Spur ist im Vorhinein verhindert worden. Nach der Tat gibt es eine unglaubliche Scheuklappenermittlung. Es wird alles kontinuierlich von morgens bis abends wird von den 19 und Al-Qaida und Osama Bin Laden geredet, das setzt sich ja bis heute fort. An sich hätte Bush an dem Tag ungefähr ein Dreivierteljahr im Amt sagen können, ich kann dafür, dass das schiefgelaufen ist, dass wir mit unseren 30 oder 35 Milliarden Dollar pro Jahr in die Geheimdienstlandschaft nicht in der Lage waren, das vorauszusehen. Dafür kann ich nichts, das ganze System habe ich ja von meinem Vorgänger übernommen, der hat das alles durcheinander gemacht, ein normaler Politiker würde das so machen, der würde sagen, ich kann nichts dafür, bitte hier, hands up, ihr könnt nachschauen, wo ihr wollt, die Fehler könnt ihr suchen und ich bin derjenige, der aufräumen wird und diesen Laden in Ordnung bringen wird, damit es in Zukunft nicht noch einmal 3000 Amerikaner an einer solchen Aktion zugrunde gehen müssen. Also von daher wäre eigentlich eine völlig entspannte Aufklärung auch der letzten Einzelheiten angesagt gewesen, ohne Ansehen der Person und der Hintergründe. Das Gegenteil trat ein, es wurde ganz schnell über viele Bereiche extreme Geheimhaltung geschlagen.
Cheney und Bush, also der Vizepräsident und der Präsident, bearbeiteten alle kritischen Elemente im Kongress, um Gottes Willen keinen langen und intensiven Untersuchungsausschuss einzusetzen. Denn alle Kräfte müssen jetzt sich dem Antiterrorkampf widmen und wir können keine Arbeitskraft abzweigen von dieser wichtigen Aufgabe, die uns jetzt weitere Jahre in Anspruch nehmen wird. Es kam dann auch zufälligerweise sehr schnell der Antrax-Skandal, dass maßgebende Politiker mit biologischen Kampfmitteln in Briefen attackiert wurden und das ganze Land in Hysterie versank vor Angst, dass weitere Antragsbriefe versendet werden könnten. Sie erinnern sich, die Postämter, die Postbediensteten fragen sich, wann, unter welchen Umständen können wir überhaupt noch sicher unserer Arbeit nachgehen und so weiter und so fort. Wochenlang ging die öffentliche Diskussion gar nicht mehr so um 11.09., sondern es ging um Antrags. Dann kam auch noch Enron dazu, dass der Zusammenbruch eines riesen hochspekulativen Energiekonzerns, in denen interessanterweise 70% der ganzen politischen Landschaft, ob demokratisch oder republikanisch, geldanlegend involviert gewesen war, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, auch das ein Skandal, den man besser nicht umfassend aufklärt. Diejenigen, die anfingen zu kritisieren, wie einseitig die Aufklärung angelegt war, wurden als unpatriotisch, unamerikanisch, teilweise, wenn es um jüdische Elemente oder israelische Elemente ging, als antisemitisch dargestellt. Die Cynthia McKinney, eine der Abgeordneten, die ganz scharf auf totale Aufklärung war, bekam bei der Wiederaufstellung eine Gegenkandidatin mit viel Geld, wurde abgewählt. Die amerikanische Regierung hat bis heute, wie gesagt, kein Weißbuch veröffentlicht. Es hat keinen unabhängigen Untersuchungsausschuss gegeben. Das heißt, es gibt jetzt einen, der läuft jetzt aber so in Zeitschwierigkeiten und vor allen Dingen in die Unfähigkeit, auf verdecktes Material zugreifen zu können, auf geheim gehaltenes Material, dass man nicht davon ausgehen kann, dass daraus etwas herauskommen wird. Dieser Bericht, den ich vorhin erwähnt habe, diese 900 Seiten, der ist nur beschränkt auf diese 19 Täter und Osama Bin Laden. Und was wusste man über die? Und darüber hinaus, da durfte nichts verhandelt werden. Das war genau festgelegt worden mit der Administration. Und vor der Veröffentlichung zur Wut von vielen Abgeordneten haben nur die vier Oberen, also die jeweiligen Sprecher und Stellvertreter von Demokraten und Republikanern Einsicht nehmen dürfen. Der normale Abgeordnete des Ausschusses war davon ausgeschlossen. Sie können das in den abweichenden Voten in den 900 Seiten nachlesen, wenn Sie wollen. Die Medien... Dann war in diesem Bericht sind 28 Seiten völlig weiß. Das ist angeblich die Behandlung Saudi-Arabiens. Ob Saudi-Arabien der große Sponsor dieses Terrorakts gewesen ist, was in der amerikanischen Öffentlichkeit ja verbreitet wird. Saudi-Arabien hat sofort erklärt, macht das öffentlich, wir möchten gerne den Text sehen, denn wir wollen uns wehren können. Aber bis heute ist es nicht passiert. Stattdessen wird eben Saudi-Arabien in die Rolle des großen Sponsors für Terror hineingedrängt, was ihn natürlich dann in die 60-Staaten-Reihe einreiht. Die Medien in Amerika folgen und folgten blindlings dieser amtlichen Verschwörungstheorie. Übrigens, die Verschwörungstheorie, das ziehe ich mir als Vorwurf nicht an, das ist ein dummer Propagandabegriff von Leuten, die nicht aufklären wollen. Sie haben bei jedem kriminellen Akt im Grunde genommen eine Art Verschwörung im Hintergrund. Also ein Mord, den Sie sehen, der kann natürlich ganz einfach sein, aber er kann auch natürlich einen hochkomplexen Hintergrund haben. Und als Kriminalbeamter stehen Sie erstmal, sehen Sie Bahnhof und sagen, was war das, was sind die Hintergründe, wissen die Netzwerke, welche Bekanntschaften hat er, welche Beziehungen hat der Mann, welche Interessen können eine Rolle gespielt haben. Sie drehen eine Mühle von Gedanken durch und überlegen sich, was könnte ein Bild sein, was diese Tat erklärt als Kriminalist.
Und Sie werden wahrscheinlich am ersten Tag mit irgendwelchen Vermutungen ins Bett steigen, die sich am nächsten Tag bereits als falsche Verschwörungstheorie herausstellen wird. Und dann werden Sie verfeinern, Sie werden wissenschaftliche Untersuchungen bekommen, Sie werden die Leichenöffnung haben, daraus ergeben sich bestimmte Hinweise, wie die Tatabläufe gewesen sind. Kurzum, Sie verändern dann kontinuierlich Ihre Theorie, wie das sich abgewickelt haben kann. Und am Ende steht dann hoffentlich ein Bild einer Tat, die wirklich alle Elemente, die Ihnen zur Einordnung vorliegen, die das ermöglicht. Und wie gesagt, das ist im Grunde genommen eine Verschwörungstheorie nach der anderen. Und kriminelle Taten sind ja Verschwörungen, auch Geheimdiensttaten sind Verschwörungen. Also derjenige, der darüber nachdenkt, ob ein Geheimdienst tätig gewesen ist am 11.09., der tut genau das, der versucht genau dem nachzugehen, was die Aufgabe von Geheimdiensten dieses Zuschnitts ist, wie CIA oder KGB oder wer auch immer. Die Aufklärung der eigentlichen, der verdeckten Tat wird massiv behindert bis zum heutigen Tag. Die Beweise sind weitgehend vernichtet. Das hat gleich in den ersten Tagen angefangen, als Ingenieure sich dran machten, herauszufinden, was ist eigentlich mit diesen beiden Towers passiert, warum sind die zusammengefallen. Dafür wurde $60,000 ausgegeben von der amerikanischen Regierung. Man vergleiche damit die 60 Millionen, die ausgegeben worden sind, um den Monika Lewinsky-Skandal aufklären zu können, ob der Präsident gelogen hat wegen seiner sexuellen Beziehung zu Monika Lewinsky. Also 60.000 stand den Leuten zur Verfügung. Die Ingenieure haben bitter beklagt vor den Ausschüssen des Kongresses, vom Wissenschaftsausschuss des Kongresses, dass sie nur in ihrer Freizeit in Lage gewesen sind, überhaupt auf die Ruinen zugehen zu können. Sie seien massiv behindert worden, sie hätten teilweise 3 Stunden warten müssen, bis sie zugelassen worden seien. Sie hätten dann einen Teil der Stahlträger, die dort in diesem Trümmerhaufen zu sehen gewesen sind, markiert mit Farbe, damit sie später dann untersucht werden könnten. Sie sind dann rausgefahren auf den Sammelplatz für diese ganzen Dinger und haben dann gesehen, dass diese Elemente alle abtransportiert worden sind und recycelt worden sind. Und der ganze Stahl ist zum größten Teil recycelt, befindet sich jetzt in japanischen Autos oder in amerikanischen Kampfschiffen. Neulich war ich auf dem Marktplatz von Bonn, da packt mich von hinten einer an und sagt, Sie sind doch der Bülow. Und dann sagt er, ja, ich hab Verbindungen mit dem größten Architekturbüro in Deutschland oder einer der größten. Und der sagt mir, diese Bauten wie das World Trade Center, die sind für B90 ausgelegt, also für eine Branddauer von 90 Minuten. Die müssen 90 Minuten stehen können nach Ausbruch eines noch so wilden Brandes und erst dann dürfen sie einstürzen. Dann, so sind sie von der Statik her ausgelegt. Der Nordturm, der von einer Maschine tangiert worden ist, der ist dieses Feuer, was zunächst mal wie ein Riesenfeuerball sich ausbreitete, war nach 19 Minuten bereits erloschen. Und es wird ja heute behauptet und in allen Zeitungen nachverbreitet, dass nach der Pfannkuchentheorie diese Hochhäuser ineinander gestürzt seien, das heißt ein Stockwerk ist aufs nächste gefallen, das ist wiederum aufs nächste und hintereinander weg sind sozusagen die Verbindungslinien und die Verbindungsstücke zersprengt worden. In Wirklichkeit kann das nicht der Fall gewesen sein. Also wie gesagt, nach 19 Minuten war das Feuer fast erloschen. Es war nur im Nordturm nur noch schwarze Flächen zu sehen, mit ganz kleinen Ausnahmen. Und die Feuerwehr, einer der Feuerwehrkommandanten, wie sich jetzt herausstellt, aufgrund des Funkverkehrs, ist bis in die 78. Etage vorgedrungen, dort wo das Flugzeug reingerast ist. Und der Funkverkehr gibt bekannt, dass er sagt, ich habe hier noch 2 kleine Feuer, mit denen müssen wir noch fertig werden, ich brauche noch 2 Teams und dann können wir das erledigen.
Das heißt, die Feuerwehr selbst war der Meinung, keineswegs in einer Situation, dass da eine Hitze dort war, dass das Stahl sozusagen zum, nicht zum Schmelzen, aber doch zum Weich, im Begriff war, weich zu werden. Es ist bis heute nicht klar, was eigentlich zwischen der Federal Aviation Agency und der und NORAD passiert ist, also der militärischen Seite und der zivilen Seite der Flugkontrolle. Das militärische Versagen ist völlig ungeklärt, warum es so lange gedauert hat, warum die so langsam geflogen sind. Was am Pentagon geschehen ist, ist darüber hinaus erst recht unklar. Das Loch, was im Pentagon eingeschlagen hat, stimmt nicht mit einem Flugzeug überein, dieser Größenordnung. Das muss also irgendetwas anderes gewesen sein. Das Flugzeug hat, ich weiß nicht wie viel, eine Spannweite und natürlich die entsprechenden Motoren. Diese Motoren müssten sich eindrücken in die Front des Pentagon. Das Pentagon, teilweise in der Flugschneise stehen noch die Lampen, die Beleuchtungskörper um das Pentagon herum. Der Chief of Staff, Myers, war in einem Gespräch, das ist der oberste Militär der Vereinigten Staaten, der immer einen Adjutanten oder zwei um sich herum hat, die den Kontakt zur Außenwelt aufnehmen, sofort telefonieren, wenn irgendwas passiert ist, was in militärischer Bedeutung ist. Der war bei einem Abgeordneten, um sein Anhörungsverfahren, was vom Kongress anstand, zu besprechen. Er sah wohl im Fernsehen auch ein Flugzeug in eines der Türme hineinfliegen, aber es hat ihm keinen Anlass gegeben, auch nur irgendwas zu veranlassen. Er verließ das Capitol Hill, also den Kongress, nachdem die beiden Türme getroffen worden waren, und wurde dann per Handy informiert darüber, dass jetzt auch das Pentagon getroffen worden sei. Das war das oberste Militär der Vereinigten Staaten. Wir wissen nicht, was eigentlich den Präsidenten veranlasst hat, sein ganzes Verhalten so einzunehmen, was er gemacht hat. Er hat ja da den Kindern da vorgelesen in dieser Schule. Er war informiert, schon bevor er in diese Schule ging, dass der erste Einschlag stattgefunden hatte. Er hat den Besuch nicht abgesetzt, hat dann weitergemacht. Dann wurde ihm mitgeteilt, dass der zweite Flugzeug eingeschlagen war. Er machte trotzdem weiter. Er ist der oberste Befehlshaber. Es ist völlig undenkbar, dass irgendein Staatschef sich so verhandelt, wie dieser Mann es getan hat. Dann ist er ins Flugzeug gestiegen, aber nicht in seine Air Force One, sondern in irgendwelche anderen Maschinen. Dann ist er über drei oder vier verschiedene Militärflugplätze geflogen, immer wieder gestartet, wieder gelandet und ist dann schließlich dann am späten Nachmittag nach Washington zurückgekommen. Es ist bis heute nicht geklärt, wer an den Börsen eigentlich spekuliert hat in der Woche vorher. Es sind ja in der Größenordnung von 15 Milliarden Umsätze gemacht worden. Das sind also müssen Leute gemacht haben, die gewusst haben, was auf sie zukommt. Es ging immer um Aktien der Unternehmen, die am 11.09. Schaden leiden würde. Es ist bis heute nicht klar, wer eigentlich die israelische Firma Odigo gewarnt hat, beziehungsweise nicht die Firma, sondern zwei ihrer leitenden Angestellten. Da wurde per E-Mail zwei Stunden vor dem Anschlag gesagt, es wird einen Anschlag auf das World Trade Center geben. Die Firma Odigo, die SMS-Technik vertreibt, hat dann ihren Angestellten nahegelegt, nach Hause zu gehen oder gar nicht ins Büro zu kommen. Wir wissen nicht, was eigentlich die israelischen Kunststudenten in Florida gemacht haben an anderen Stellen. Es hat Monate vorher eine Untersuchung der Drug Enforcement Agency gegeben. Denen fiel auf, dass in großem Umfang in ihren Dienststellen, aber auch in militärischen Dienststellen, israelische Kunststudenten auftraten, die billige chinesische Kunst verkauften. Und da der Zentrale das komisch vorkam, haben sie gesagt, dann versuchen wir mal einen Rundruf zu machen, was da eigentlich los ist. Und siehe da, diese Kunststudenten waren an verschiedenen Teilen der USA tätig. Dann versuchte die Drug Enforcement Agency rauszukommen, wo die eigentlich herkamen. Die sagten, sie kommen von zwei verschiedenen israelischen Kunstschulen, haben sie dort angerufen, war keiner von denen dort registriert als Student. Es kam dann raus, dass sie einer israelischen Nachrichteneinheit angehörten. Dann wurden sie aber einfach wegen Visaprobleme des Landes verwiesen. Sie waren aufgeklärt, ist der ganze Vorgang nicht.
weshalb ich der Meinung war, in meinem Buch auch kurz darauf hinzuweisen, dass es ein israelisches Element in der Sache gibt, wie auch immer das zu deuten ist. Die israelischen Kunststudenten haben zum großen Teil dann um Mohammed Atta und seinen Leuten in Florida, ganz in der Nähe herum, sich wochenlang aufgehalten, hatten Zugang zum selben Postamt und so weiter und so fort. Also das ist nicht aufgeklärt. Es ist auch nicht aufgeklärt, wer eigentlich zum Beispiel die Firma Goldman Sachs gewarnt hat. Goldman Sachs hat 70 Stockwerke in einem der World Trade Center Towers. Diese Firma hat in Tokio ihren Angestellten nahegelegt, am 11.09. keine Flugzeuge zu benutzen und vor allen Dingen keine amerikanischen öffentlichen Einrichtungen zu besuchen. Die Pentagon-Generale, die Obersten, hatten die Weisung, am 11.09. nicht zu fliegen oder wenn sie fliegen, dann nur mit Einwilligung einer bestimmten Stelle, die benannt war. Der Bürgermeister von Los Angeles wurde vor dem 11.09. am 10.09. gewarnt, er soll am 11.09. kein Flugzeug benutzen, von dem Sicherheitschef des Flughafens von Los Angeles. Ich will jetzt, das könnte man das stundenlang weitergehen, es gibt bis hin zur eigentümlichen Belegung der Flugzeuge, es müssen im letzten Moment ganz viele Leute abgesagt haben bei diesen vier Flügen, die offensichtlich irgendwo Wind bekommen haben, sonst wäre die Verteilung von Fensterplätzen und vorderen und hinteren Plätzen nicht so, wie sie sich dann im Lagebild der tatsächlichen Belegung abgebildet hat. Normalerweise achtet man ja darauf, dass gleichmäßige Belegung stattfindet über das ganze Flugzeug und die Fensterplätze sind natürlich als erste weg. Ich will nicht schließen, ohne einen ganz kleinen historischen Rückblick zu machen. Oft von ungeheurer Wichtigkeit, weil sie eine gewisse Kontinuität des Handelns darstellen können und die Personen in ihren Lebensläufen ein bisschen betrachten. Und das hängt sehr stark zusammen mit der Geschichte des Kriegs in Afghanistan. Alle Täter, mit denen wir es zu tun haben, nicht alle Täter, die ganzen Figuren, mit denen wir es zu tun haben, beim 11.09. sind alte Veteranen der CIA. Das gilt für Osama Bin Laden, das gilt für Al-Qaida, das gilt auch für die Taliban. Und das fing sehr, sehr früh an, schon in den 70er Jahren, als Brzezinski der Sicherheitsberater Präsident Carters war. Der hatte nämlich die fantastische Idee, die Sowjetunion über ihren muslimischen Teil zu destabilisieren. Und deswegen hat er sich ausgedacht, um die Sowjetunion herum möglichst fundamentalistische Staaten zu legen, muslimisch-fundamentalistische Staaten zu organisieren, aus denen man heraus nun in den muslimischen Teil der Sowjetunion destabilisierend vordringen könnte, also Einfluss nehmen über die Mullahs in der Sowjetunion, Terroranschläge in der Sowjetunion machen und von daher die Unsicherheit dieses Landes zu betreiben. Und ich erzähle keine Märchen, weil Brzezinski sich heute noch dieser ganzen Taktik berühmt. Sie können also in Interviews nachlesen, dass er sagt, ich habe die Sowjetunion zu Fall gebracht über diese Operation in Afghanistan. Und noch bevor die sowjetischen Truppen überhaupt nach Afghanistan, verlieren Sie nicht Ihre Wortmeldung nachher, bevor die Sowjetunion überhaupt ihre Truppen nach Afghanistan schickte, begann der entsprechende Prozess in Afghanistan selbst. Es wurde den gemäßigten Kräften in Kabul nahegelegt, das war ja eine große Koalition von bürgerlichen Kräften auch bis hin zur kommunistischen Partei Afghanistans, den gemäßigten Kräften wurde nachgelegt, sich aus der Regierung zurückzuziehen. Gleichzeitig wurden die Warlords, das sind die Hector Mayars und diese vielen anderen, die wurden angehalten, die Zentralregierung zu schwächen. Das konnten die machen, indem die CIA ihre alte Taktik nutzte, nämlich den Drogenhandel zur verdeckten Finanzierung von kriegerischen Kräften einzusetzen. In Afghanistan stieg der Drogenanbau, der Mohnanbau steil nach oben. Es war insgesamt eine Operation von drei Geheimdiensten, der CIA als, sagen wir mal, der geistige Planer des Ganzen, der pakistanische Geheimdienst ISI und der saudische Geheimdienst. Die haben sich diese Strategie vorgenommen, diese Sowjetunion in eine Brzezinski sagt, in das sowjetische Vietnam hineinzulocken.
Und diese Warlords, die nun mit Hilfe des Drogenanbaus, der dann auch dazu führte, dass natürlich der pakistanische Geheimdienst die Raffinerien betrieb, also die Drogenrohmasse kam auf Afghanistan mit pakistanischen Lastwagen zurück, die eben auf dem Hinweg Waffen transportiert hatten und Verpflegung transportiert hatten, wurde dann in Pakistan zu Heroin verarbeitet, dann über Hongkong und viele andere Wege nach Europa und Amerika transportiert, und darüber wurden wiederum die Söldner finanziert, die sich diese Warlords in den verschiedenen Tälern und verschiedenen Stämmen Afghanistans angelacht hatten. Und damit wurde die Macht der Zentralgewalt in Kabul völlig gegenstandslos gemacht. Es kam dann zu einem Putsch der Kommunisten gegen die übrige Regierung, die rissen die Regierung an sich. Dann wurden sie erst recht nicht fertig mit den Warlords, daraufhin baten sie die Russen um Hilfe. Das wurde dann mit einer Stimme Mehrheit in Moskau entschieden, weil natürlich ein erheblicher Teil, da vor allen Dingen der Älteren in Moskau, wussten, dass das die Herausforderung war im Kampf früher mit dem englischen Weltreich, aber jetzt mit den Amerikanern. Aber mit einer Mehrheit wurde es entschieden, sie kamen, und Brzezinski jubelte, jetzt haben wir sie in der Falle, und da in der Falle werden wir sie verbluten lassen. Und jetzt kam die Situation von Osama Bin Laden und von anderen. Osama Bin Laden war der Rekruteur von 10.000 Kämpfern aus der ganzen muslimischen Welt, aus insgesamt 40 Staaten. Insgesamt wurden 40.000 oder 30.000 bis 40.000 dieser Söldner zusammengezogen. Auf die Frage, ob die denn so radikal sein müssten, hat die amerikanische Seite gesagt, das wäre ihnen egal, es wäre ihnen im Gegenteil, es wäre ihnen sogar recht. Der saudische Geheimdienst war wiederum daran interessiert, die unruhigen Elemente aus Saudi-Arabien abziehen zu können. Bei uns wurden diese Leute von der Presse als Freiheitskämpfer dargestellt. Sie erinnern sich vermutlich noch an die entsprechenden Bilder. Wenn ich einem algerischen Bürgermeister Glauben schenken darf, dann möchte ich eigentlich Glauben schenken, der sagt, zum großen Teil waren es die Taugenichtse unserer Dörfer und unserer Städte. Wir konnten mit denen nichts anfangen. Wir konnten denen also sagen, geht nach Afghanistan, da kriegt ihr Geld und Lohn, verdient euer Leben und ihr tut noch eine vernünftige Sache. Das heißt also, so edel war diese ganze Mannschaft nicht. Und seit dieser Zeit haben wir dieses Terroristenproblem in dieser muslimischen Welt. Die normale Gesellschaftsordnung würde vermutlich diese Leute jeweils Ort für Ort einbinden in ihre sozialen Beziehungen. Aber hier rausgerissen als Kämpfer treten sie nun als großes Problem auf. Die Sowjetunion hat dann auch kräftig dran bluten müssen, hat sich zurückgezogen, und seit 1990, 1991 sind die Leute wenigstens was Afghanistan geht, arbeitslos. Sie sind ausgebildet worden in USA, in Pakistan. Sie sind auch zum Terrorkampf für den Einsatz später in der Sowjetunion ausgebildet worden. Zum Beispiel Autoterrorbomben, das ist damals ihnen beigebracht worden. Und nach dem Rückzug der Sowjets gibt es nun dieses Problem mit den Veteranen, und die werden nun recycelt. Und die Frage ist nur, wer recycelt sie, wer bezahlt für sie, wer organisiert sie? Werden sie alle irgendwo gesteuert oder ist nur ein Teil davon gesteuert? Sie treten auf im Kosovo, und zwar da auf amerikanischer Seite. Sie treten in Albanien auf, in Zusammenarbeit mit dieser stark rechtsradikalen Gruppe, die ebenfalls amerikanische, aber auch teilweise wohl auch deutsche Unterstützung hat. Und sie treten auf in Tschetschenien. Wenn Sie also heute Menschenrechtsappelle lesen, dann müssen Sie dann denken, dass auf der Kämpferseite sogenannte Afghanis stehen. Also nicht nur die Bevölkerung von Tschetschenien, die wahrscheinlich heilfroh wäre, wenn heute Morgen unter welcher Bedingung auch immer einigermaßen Ordnung und Überlebensfähigkeit da wäre. Die Kämpfer kommen aus Afghanistan, sind aber keine Afghanen, sondern sind dann Jordanier oder Algerier oder Marokkaner oder was auch immer. Alles das, was damals in Afghanistan seinen Einsatz gehabt hat. Wir wissen bis heute, Osama Bin Laden hat im Übrigen in dem aufbrechenden Jugoslawien mehrmals Truppenbesuche bei seiner Al-Qaida gemacht. Al-Qaida ist ja nichts anderes als die Basis, oder man würde als Soldat, würde man sagen, die Truppe. Er hat also seine Truppen besucht. Wir wissen bis heute eigentlich nicht, und es wird auch, da die Amerikaner sich einer historischen Darstellung des Entstehens des ganzen Problems entziehen, wir wissen eigentlich nicht, wann die CIA oder wer auch immer mit diesen Kräften endgültig gebrochen hat.
Osama Bin Laden war, und ich glaube, das ist unstreitig, noch im Juli im amerikanischen Krankenhaus in Abu Dhabi. Und wer nun der meistgesuchte Terrorist Amerikas ist, geht ja normalerweise nicht in das amerikanische Krankenhaus von Abu Dhabi. Da würde sich ja normalerweise irgendwo anders versorgen lassen, aber das hat er gemacht. Er ist dort beobachtet, oder ist beobachtet worden, dass der CIA-Resident von Abu Dhabi ihm mehrfach die Aufwartung gemacht hat, ist im Fahrstuhl beobachtet worden, es wird inzwischen abgeleugnet, aber es wird nicht abgeleugnet, dass der Mann im Krankenhaus, im amerikanischen Krankenhaus in Abu Dhabi war. Sodass das, dass die Prärie voller Wunder ist in diesem ganzen Fall. Wann nichts stimmt miteinander, wo sie kratzen, kommen sie an Ungereimtheiten, Merkwürdigkeiten heran. Und von daher bin ich geneigt, uns vor allen Dingen, je länger die amerikanische Regierung schweigt, zu diesen Hintergründen anzunehmen, dass in der Tat es etwas mit Geheimdiensten zu tun haben kann oder wird. Ein Verwandter von mir hat das mal so zusammengefasst, es gibt vier Alternativen zu dem 11.09. Die erste ist, die Amerikaner waren völlig ahnungslos und sind in dieser Ahnungslosigkeit überwältigt. Oder sie haben eine ganze Menge gewusst, aber sie waren nicht in der Lage, sich untereinander zu koordinieren. Oder sie haben es gewusst, haben aber gesagt, wir lassen es passieren, weil es uns anderweitig hilft, weil wir jetzt als einzige Supermacht in der Lage sind, Welt neu zu gestalten. Oder sie haben es absichtlich herbeigeführt, um damit den Vorwand zu haben. Die Covert Operation, die Annahme der Covert Operation macht meines Erachtens mehr Sinn. Es gibt, und damit will ich dann schließen, eine, nicht nur bei Brzezinski und Huntington, die Überlegung, wie die Welt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion neu gestaltet werden soll. Es gibt unter den Leuten, die die Bush-Regierung jetzt bilden, den Rumsfeld, Cheneys und anderen, die haben sich vorbereitet auf die Machtübernahme in Washington, indem sie ein Project New American Century, ein Projekt neues Projekt eines amerikanischen Jahrhunderts geschaffen haben. Sie wurden finanziert von den vielen Thinktanks, die meisten auf Waffenfirmenfinanzierung oder von Öl- und Gasunternehmensfinanzierung zurückgehen. Die kommen aus diesen Thinktanks und haben nun überlegt, was machen wir in den nächsten Jahrzehnten. Und die Idee ist, für mindestens 100 Jahre die amerikanische Herrschaft über die Welt sicher zu machen. Und da wird nun genau beschrieben, was im Einzelnen zu tun ist. Und sehr detailliert ist das ein ungefähr 80-seitiges Dokument, in dem steht, wir müssen in den nächsten Jahren noch den Militärhaushalt aufstocken, weil wir sicherstellen müssen, dass nie wieder ein Gegner uns sowohl global als auch regional herausfordert. Wir müssen technologisch, wirtschaftlich, finanziell und militärisch, global wie regional die Vorherrschaft behalten und gegen jeden vorgehen und vorgehen können, der diese Lage in Frage stellt. Wir müssen den Irak, den Saddam Hussein beseitigen, das war vor dem 11.09. Wir müssen uns militärisch dort engagieren, wir müssen unsere in Westeuropa im Zuge des antikommunistischen Kampfes aufgebauten Streitkräfte nach Südosteuropa, nach Südasien verlegen. Wir müssen den Krieg der Sterne möglich machen, wir müssen den SDI-Vertrag mit den Sowjets oder mit den Russen aufkündigen, wir müssen den Cyberspace in der Lage sein zu steuern. Und auf jeden Fall kostet das ein ungeheures Geld, viel mehr als wir bisher ausgeben, die 300 Milliarden pro Jahr, die für die Sowjetunion vorgesehen waren. Und das wird außerordentlich schwer sein, dem amerikanischen Wähler, so schreiben sie, zu vermitteln. Es wird also Jahre dauern, bis wir den soweit haben, auf seine Friedensdividende wirklich endgültig zu verzichten und mehr Geld auszugeben für militärische Rüstung. Das wird aber leichter werden oder könnte sehr viel leichter werden, wenn es ein neues Pearl Harbor geben könnte. Und dieses Pearl Harbor ist deshalb interessant, weil Pearl Harbor, wie sich inzwischen herausstellt, schon das erste Pearl Harbor eine Fälschung gewesen ist, die darauf zurückzuführen ist, dass der amerikanische Präsident Roosevelt von seinen Beratern dazu überredet worden ist,
den Japanern über Nacht den Ölhahn zuzudrehen, sie mit einem Embargo zu versehen damals und sie damit vor die Frage zu stellen, sofort klein beizugeben oder aber zu kämpfen. Man hatte dann nach 6 Monaten kam es zum Überfall der japanischen Truppen auf den Stützpunkt Pearl Harbor, die Versenkung der ganzen amerikanischen Pazifikflotte, den Tod von 2500 Soldaten. Es war alles bekannt, der ganze Funkverkehr war aufgeklärt, sowohl von der Marine als auch von anderen. Es war der diplomatische Funkverkehr aufgeklärt. Sie wussten ganz genau, zu welcher Stunde die Attacke stattfinden würde. Man hat es geschehen lassen. Und über Nacht gelang es, die amerikanische Bevölkerung von einer Einstellung, die sagte, nie wieder in Europa Krieg, nie wieder sich reinziehen lassen in die Weltauseinandersetzung von irgendwelchen verrückten europäischen Nationen. Das ist nicht unsere Aufgabe, wir sind isolationistisch, wir kümmern uns um uns. Und unter einem massiven Medieneinsatz gelang es über Nacht sozusagen die öffentliche Haltung in Amerika zu kippen in Richtung Einsatz in den Zweiten Weltkrieg gegen Japan und gegen Hitler-Deutschland. Da sind wir natürlich alle heilfroh, dass wir von dem Hitler befreit worden sind. Aber gleichwohl, es ist eine psychologische Kriegsführungsmaßnahme gewesen, die amerikanische Bevölkerung, ohne dass ihr klarer Wein eingeschenkt worden ist, in die richtige Richtung gebracht hat. Und ich führe die Sabotage der rückhaltlosen Aufklärung durch die Regierung in Washington des 11.09. darauf zurück, dass letztlich solche psychologischen Elementen mit hoher Wahrscheinlichkeit das Element gewesen sind, was den 11.09. in welcher Form auch immer zustande gebracht hat. Das kann man letztlich nicht im Detail nachweisen, wie der Spiegel meint, sondern das sind Covered Operations, müssen so angelegt werden, dass es keine Beweise gibt, dass man von allen amtlichen Stellen belogen wird, dass keine Dokumente normalerweise vorhanden sind. Aber das merkwürdige Verhalten nach dem 11.09. bei der Nichtaufklärung der ganzen Geschichte zwingt letztlich dazu, diese Alternative zu berücksichtigen und mit zu überlegen. Und unsere Aufgabe oder meine Aufgabe sehe ich darin, dass wir die kritische Masse in Deutschland so groß halten zu lassen, dass Politiker nicht leichtfertig auf diesen Kurs mit einschwenken. Denn das will natürlich Amerika sozusagen im Konsens mit dieser Politik auch die Europäer in seine Linie mit hineinzuziehen. Was auch immer den Schröder bewogen hat, in irgendeinem Kino in Braunschweig zu sagen, wir gingen nicht mit nach Irak. Ich war heilfroh, dass er es gemacht hat, denn ohne dieses Steinschmeißen wäre vermutlich Chirac auch nicht herausgefordert gewesen, sozusagen für die Frankophonie und für die französische Weltgeltung die Äußerung zu tun, dass Frankreich auch nicht damit macht, und dann wahrscheinlich wäre Putin dann auch nicht in der Lage gewesen. Das heißt, es ist eine Kettenreaktion, möglicherweise per Zufall zustande gekommen, über die ich heilfroh bin. Und ich will alles tun, dass es dabei bleibt, dass wir so wie die Europäer im Augenblick eingestellt sind, diese Art von abenteuerlichen, einseitigen Politik nicht mitmachen. Wir werden ja von Rumsfeld als die Venus-Menschen inzwischen dargestellt, im Gegensatz zu den Mars-Menschen. Ich bin richtig stolz drauf, als Deutscher einmal zu den Venus-Menschen, nicht zu den Mars-Menschen zu gehören. Herzlichen Dank. Also wenn diese Hintergründe den europäischen Regierungen bekannt sind oder sein müssen, weshalb setzt man sich dann nicht stärker für die rückhaltslose Aufklärung ein? Soll ich antworten? Ja, bitte. wenn es einen Konsens in Amerika gäbe zwischen den Herrschenden und den Beherrschten oder der Demokratie, der amerikanischen Demokratie, und vor allen Dingen unter Einschluss der Medien, dann würde natürlich rückhaltlose Aufklärung erzwungen werden, es sei denn, es gibt einen geheimen Konsens wiederum der Machtelite, das nicht zu tun, sondern das als den Vorwand zu nehmen, den man braucht, um nach dem Zusammenbruch des Sowjetischen Reiches diese riesen Rüstungskapazität, nicht nur Rüstungskapazität, die Militärkapazität, die man hat, einzusetzen, um die Welt neu zu gestalten. Es geht ja, es geht den Amerikanern nicht nur um das Öl, es geht auch um die langfristige Frage, was man mit China macht.
Afghanistan ist vermutlich nicht umsonst gewählt worden. Da soll zwar eine Ölpipeline rübergelegt werden und nicht zum Pazifik, sondern in den Indischen Ozean, um dann Asien mit Öl zu versorgen. Es geht auch um die langfristige Handhabung Chinas. In den Köpfen der amerikanischen Machtelite, in den ganzen Thinktanks, spielt eine ganz große Rolle. Mit Europa werden wir noch einigermaßen fertig, die können wir auch noch gegeneinander ausspielen, wobei der Euro schon eine ganz große Schwierigkeit ist. Aber was machen wir langfristig mit China, einem 1,3 Milliarden Volk? Wenn das auf die Beine kommt, sich richtig organisiert, eine alte Kulturnation, disziplinierte Nation, wenn die in der Lage sind, dieses Potenzial von 1,3 Milliarden zu entwickeln, haben wir Amerikaner möglicherweise nichts mehr zu sagen. Und deswegen gehen die ganzen Überlegungen, was macht man mit China? Und ich bin fest überzeugt, es wird die Politik der nächsten 30, 40 Jahre sein, China in handhabbare Größenordnungen aufzuteilen und die dann wiederum gegeneinander ausspielen zu können, das Dividend-Imbra-Spiel dann zu machen. Noch kann man mit China nicht Dividend-Imbra machen, aber man kann sich vorstellen, dass entlang der Freihandelszonen, die jetzt an der Küste entwickelt worden sind, Reichtum entsteht, Wohlstand entsteht, aus dem ein gewisser Widerstand heraus lockbar ist, auch von der Bevölkerung, Geld abzugeben, etwa zur Entwicklung des Inneren, wo nur bittere Armut herrscht und Riesenarbeitslosigkeit. Also da sind Ansatzpunkte gegeben. Ich bin fest überzeugt, die Amerikaner werden mit oder ohne Militär das auf jeden Fall nutzen. Und wenn das Ziel ist, dann ist, wie gesagt, und wenn dieser 11.9. Bestandteil einer gewissen Manipulation ist, dann wird Amerika nicht bereit sein, gemeinsam mit europäischen Regierungen und asiatischen Regierungen die Aufklärung zu betreiben, sondern dann muss das unter der Decke bleiben. Und dass meine Kritiker, wenn ich den Spiegelartikel nehme, von vor ein paar Wochen, das ist ja dermaßen primitiv, was die anbringen. Die gehen ja auf die Kernaussagen überhaupt nicht ein, nehmen irgendwelche Nebensächlichkeiten, meinen da irgendwas beweisen zu können, was sie in Wirklichkeit nicht können. Von Amerika werden sie offensichtlich nicht ausreichend gefüttert mit Material. Was wissen Schröder und Fischer und warum können sie sich nicht frei äußern? Ja, weil es ist die Frage, ob es klug ist, in den Ring zu springen mit einer Supermacht. Das ist, sie können ja ihren Teil denken, sie können auch entsprechend handeln, sie können sich mit anderen Europäern abstimmen, aber ich würde keinem Bundeskanzler raten, sozusagen in dem freien Clinch mit der amerikanischen Administration zu gehen, indem er sagt, wie so ein Luther, der seine Thesen an die Kirchentür schlägt, und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, heißt zum Schluss noch. Also das ist ja nicht die Aufgabe eines Politikers. Der Politiker muss im Grunde genommen analysieren, durchschauen und dann nur dann, wenn er mächtiger ist als sein Gegenüber, dann auch möglicherweise vom Leder zu ziehen. Ansonsten muss er sich vorsichtig bewegen. Denn das hat mit Finanzen was zu tun, das hat mit Wirtschaft was zu tun, das hat mit unendlich vielen Dingen zu tun. Also ich kann nur sagen, als kleiner Europäer Hand anfassen untereinander und dann vielleicht ein bisschen mutig sein in dem, was man macht, aber nicht unbedingt beim Sprechen mutig sein. Fühlen Sie sich selber manchmal auch bedroht? Haben Sie Angst, Opfer eines Anschlags zu werden? Oder gibt es konkret Bedrohungen? Je länger ich rede, desto weniger fühle ich mich bedroht. Ich war neulich in Würzburg, da waren irgendwelche zwei komischen Amis, ich glaube es waren Amerikaner, der guckte so stur vor sich hin und so eisern, dass ich dachte, wenn der einen Auftrag hat, dann... Aber im Prinzip glaube ich es nicht. Ich fahre mit dem Fahrrad auf Einbahnstraßen falsch rum, das machen Geheimdienste normalerweise nicht. Und außerdem, je mehr man darüber redet, desto mehr bestätigt man ja durch so eine Aktivität. Also ich glaube, es ist gescheiter, nach wie vor zunächst mal tot zu schweigen. Das haben sie versucht, dann lächerlich zu machen. Das haben sie auch versucht und es ihnen auch teilweise gelungen. Also wer an seinen Staat noch glauben will und Amerika noch glauben will, der folgt dem Spiegel, das ist völlig klar. Aber sonst fühle ich mich nicht sonderlich bedroht. Ich würde allerdings im Augenblick nicht nach Amerika fahren. Außer dass ich freies Geleit bekäme. Ja, Sie müssen sich mal vorstellen, Guantanamo ist kein Spaß. Also
Wenn Sie jetzt deutsche Richter über angebliche Terroristen urteilen hören, wo die Zeugen nicht zur Verfügung gestellt werden, und wenn Sie Zeugen finden, oder der Spiegel hat ja angeblich das Bild des 11.9. anhand von Geständnissen nachgezeichnet, aber sitzen Sie mal in Guantanamo und es wird, Ihr Rechtsanwalt darf nicht zu Ihnen, es gibt keine Benachrichtigung Ihrer Angehörigen, die Angehörigen dürfen auch nicht zu Ihnen, Ihnen wird nicht eine Anklageschrift zugeschrieben, was nach normaler Verfassung, nach normalen Strafrechtsprozessordnungen zwangsläufig notwendig ist, und Sie sitzen da und sitzen da und werden nicht freigelassen. Das sind ja Leute, die teilweise völlig harmlos irgendwo gegriffen worden sind in Afghanistan, die sitzen jetzt in Guantanamo. Und wenn sie klug genug sind, wenn sie charakteranfällig sind, ich wäre ja gar nicht sicher, ob ich nicht, wenn ich 2 Jahre da sitzen würde und überlegen müsste, ob ich den Rest meines Lebens da in Kuba verbringen müsste unter diesen Bedingungen, ob ich dann nicht bereit wäre, eine mir vorformulierte Frage in entsprechendem Gerichtsverfahren zu beantworten. Und das werden die alle überlegen. Und deswegen ist es unverschämt, wenn der Spiegel sozusagen das Bild des 11.9. nachzeichnet nach den Geständnissen, die aus solchen Vernehmungen herauskommen. Das ist eine blanke Desinformation, was Sie da geliefert bekommen. Ja, wir sind am Ende unseres heutigen Abends angekommen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken für den Vortrag. Wir haben sicherlich einiges Wichtiges, Neues gehört, was wir bisher noch nicht in den Medien gesehen oder gelesen haben. Ich denke, das war wichtig, und allein, dass so viele Leute hier bis jetzt hier geblieben sind, zeigt, wie wichtig und interessant das für alle Beteiligten war. Und zum Schluss möchte ich nochmal einen Zettel zitieren, der ganz ausdrücklich an Sie gerichtet ist, nämlich dort steht: Bleiben Sie weiter am Ball. Vielen Dank, Herr Dunkel. In unserem Land werden Journalisten, die sich kritisch mit diesem Thema auseinandersetzen, entlassen, diskriminiert oder nicht ernst genommen, weil die öffentliche Meinung von den Massenmedien anders geprägt ist. Politiker werden angehalten, ihre Informationen geheim zu halten, um Unruhe in der Bevölkerung zu vermeiden und eine menschenverachtende Weltpolitik mitzutragen. Um die Demokratie in diesem Land zu erhalten, haben wir nur die Chance, diejenigen zu unterstützen, die Wahrheit sagen. Kontaktadresse: Werner Altnickel, Wilhelm Kempinstraße 5255 in 26133 Oldenburg. Fragen und Informationen zu diesem Thema finden Sie auch im Netz unter www.unanswerquestions.org oder www.hintergrund.de. Dort finden Sie auch weitere Links zu diesem Thema. Für diesen Beitrag können keine Urheberrechtsansprüche geltend gemacht werden.